Den kann ich ja schon mal erstellen. Auch ein Viertürer. Vier Türen. Alles vier Türen? Nein. Oh, der jetzt vier Türen. Nehmen wir den hier. Ah. Ja, wenn er das Foto mal benutzen, ja, ne? Wir haben Feuerwaffen, er täuscht einen Notruf vor. Das funktioniert auch nicht als Hauptauto. Dann den können wir auch nehmen. Der muss aber wirklich nicht funktionieren. Ja, okay. Nehmen wir den Wagen, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Gut, wenn du Friend Tour lässt, dann los. Okay. Dann noch unbedingt am Feuerwagen. Oh, das passt doch. Wir müssen ein bisschen weiter rausfahren. Hallo, Entschuldigung. Können wir ganz kurz? Danke. Parken wir einfach da oben, ne? Dafür war gar nicht platziert, wenn das war ein... Ah, das reicht. Also das erhält sich. Okay. Na gut.
Hey, Les. That getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. Vinewood Hills. Good work. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? Verstanden. This is 911. What emergency service do you require? Thank you. The fire department are en route to your location. Sehr freundlich. Da höre ich sie. Holy fuck, sorry. Danke. Übernimm dann mal, ne? Ja, genau, ja! Ist toll. Aber wenn man, denke ich mal, aus, wie die Polizisten nochmal spawnen oder ist auf einmal neben dir. Klasse. Oh ja, oh, fuck, 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 ich sehe mich! Ich gleich reagiere. Ja, na, dann fliegt natürlich noch so, oh Gott. Alle wird sehen. Ja, alles oben, weiß nicht, warte. Ich war schlimm. Ich habe 2 Sterne, klasse. Gut, dann werde ich hier hochfahren. Zum Glück gibt es eine Ausfahrt. Hoffentlich kommt jetzt kein Cop an und sieht nicht. Hüppa, tschüssi. Weg da. Okay, lass ich lieber, bevor die Polizisten nochmal kommen. Habe ich jetzt nicht so ein Interesse dran. Gut, wir haben das Feuerwehrauto, dann können wir das ja jetzt gleich benutzen. Dann können wir das ja. Dann haben wir es jetzt ja auch schon. Fluchtwagen, Feuerwehrauto und Brandbomben. Weil ich immer von Brandbomben werden wir beim Waffenladen einfach bekommen, ne? Also sogar, ne? Kann ich gleich rausholen. Was? Was? Warum? Ey, jetzt ist doch mal gut. Das und hier und da. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, wenn man nicht mal aus, ne? Hallo, warum kam die Polizei? Jetzt habe ich jetzt wieder gemacht. Schwindet. Der Cops. Wow. Feuerwehrwagen. Wo brennt sich ein Kratzer? Hey Lester, we got a fire truck. It's parked around the back of your place.
Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Gut, wir haben den Auftrag. Cool, dann lass uns ihn ausfüllen. Das kommt mir Katzen, deswegen habe ich irgendwo einen Schluck getrunken. Hey, how you doing? Ah, pretty good, under the circumstances. Ja. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Wir gehen jetzt zum FIB-Gebäude. Ach, den auch doch mal mit ohne Trevor, das ist okay. Ja gut, ja, das so. Der ist auch ohne ihn. Ich finde es besser, als man holt sich einen Piloten, fliegt dann da rein und muss dann da rumballern. Effizient ist es. Ist schon lustiger. What's up, Mike? I'm about to start my shift at the Bureau. Hey, can you grab Packy and Daryl? Get the fire truck and be ready to go when I give the word, alright? Alright, dog. Hey, one of them dudes is a beast, so we might just do this. Hey, look, clean up in there, alright? Leck mich, Franklin, leck mich einfach noch. Bitte das FIB-Gebäude und begib dich zum Drehkreuz, okay? Is it your first day? Go through the turnstile and head up. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Passen Sie bloß auf, dass kein Brand passiert. Gut, gehen wir rein. Na gut, meine Tarnung ist im Unter noch ganz gut. Hol dir den Mob. Na gut. Vom Bankräuber zum Hausmeister. Michael, du bist tief getrunken. Fuck. Dirty mop. Oh, ernsthaft. Ich will wieder einen neuen Job haben. Dum di 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 dum
Hallöchen. Oh, hier war viel Dreck. Mensch, was macht ihr denn hier? Da muss ich wohl erwischen, ne? Hilft ja wohl nicht anders. Ein schöner Arbeitstag mit ich und meinem Mob. Es gibt doch nichts Schöneres als zu fischen und zu fischen. Wenn die wüssten. Ich will. Ah, hier die ganzen Idioten, die hier mitarbeiten. Na, ganz toll. Ja. Bald werden sie keinen Job mehr haben. Ah, ja, weißt du, du kannst ja immer nur einen Fleck pro Zeit auf. Ja, man kann ihn nicht in die Ego-Perspektive schalten. Ah, nein, noch. Oder platziere die Bombe auf der Toilette. Hey, hey! Wait till I shake it off before you mop the floor. Okay. Mach ich. Wie viele Bomben brauchen wir eigentlich? Wenn den Mob und den einmal zum Hausmeisterraum. Ah, okay. Dumm die dumm die dumm. Dumm die dumm. Another janitor? Was the last one a heart attack or a budget cut? When are you gonna get out of here? When I log my OT for the week. Ah. Was ist denn hier so? Anti-Terrorism-Unit. Microfilm. Ah, interessant. Sehr interessant. So. Oh. Oh, was für ein Arbeitstag. Ah, jetzt erstmal. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Meine Schild ist dabei, Jungs. Danke für den schlecht bezahlten Job. Ja. Bin ja auch gleich draußen, ne? Tschüss. Oh, jetzt erstmal Feierabend. Schnell hier weg. Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dog, we're right around the corner. We got your gear in here with us. Shit's in motion, people. We ready to build. Y'all ready for this? I'm ready for anything. Hello, Hausmeister. All right, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Ach du Scheiße. Whoa! All right. We're first response. Let's go. Okay. Ihr sollt das Feuer mal löschen, ne?
Mensch, nicht, dass er noch eine Brandstiftung war. Alle aus dem Weg, raus, alle aus dem Gebäude, alle raus. Die Feuerwehr ist da. Alle raus. Ich gebe dich zum Aufzug. Gute Idee. Wir sind bepuppte Feuerwehrmänner. Wir nehmen meinen Aufzug. We gotta go across. Take the stairs to the top floor. All right, we're going across to the far stairwell and up to the top floor. Okay, okay, okay. Stairs are here. We take them up to 53. Keep going. Almost at the top. Okay. Los, los, los. Ich weiß, ein bisschen Sport könnte auch gut. 51, 51, 52. 53. Containment drives up here. Okay, natürlich geht das. Ja. Los, los, Leute, los, los, los. Keine Möglichkeit vortäuschen. Gut. Hey, we got the containment drive. Come on. We ain't got long. Follow me. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ich glaube, wir haben es etwas übertrieben, kann das sein? Na gut. Okay, raus, raus, raus. Jetzt sollten wir auf jeden Fall den Fahrstuhl nicht mehr benutzen. Wir stehen, dann sind wir tot. Okay, ja, ich denke, dass ich hier stehen bleiben will. Ich sehe nicht mal meine eigenen Hand vor den Augen. Ach du Scheiße. Wow! Oh, oh. Verdammt. Das hätte ja auch ein bisschen einfacher laufen können, ne? Ist eine kleine Planänderung. 50. Hey. Was? Ach klar. Wenn es jetzt weiter nichts ist. Ja. Might be able to
is our way out. We gotta get these doors open. Watch out. Hey, give me a lead. Briggs, come on. I see it street level. I fucking hope so. Ach, du Elend. Ach, du Scheiße. Oh mein, ja, ja, wie cool, Alter. Lass es los. Alter, nicht nochmal. Okay, wie geht es im Fluchtpunkt? Oh, Alter. Alright, we going. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute, they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? They gotta be looking for us. You ain't helping me get there quicker, man. Gott, wir müssen zwei, bevor die Polizei uns auf die Schliche kommt. Wenn die Polizei näher ankommt, ja, da waren ein paar Feuerwehrmänner. Gut, wir haben es geschafft. Sind da eingebrochen, alter Schwede. Now that we're clear, I could probably tell you people. I didn't think we were gonna make it out of there. One of us didn't. We lost a dude, man. Oh, yeah, shit. What are you doing employing clowns? I couldn't get work in this town for a year, and that guy's booking jobs? Yeah, that guy told he could handle himself. Tell you, we're lucky we found you. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Daryl's people will get his paycheck and the standard expenses. Hey man, it was our fault Daryl went down. Really? Why's that? Didn't you speak to the guy? Nothing was his fault, so it must have been us, right? I'll put it down to bad leadership then. I can tell you that, because the leader was dumb enough to take you in there. True that. Gut, denn das heißt, den Heist hätten wir auch erledigt. War ein ziemlich cooler Heist. Ja, ziemlich schnell rein und schnell wieder raus. Alter. Puh. Is
There's definitely music from around the world that you listen to on the world. Hey, this Lester's crib, ain't it? Extra. Genau. Special track, the one that's gonna be. All right, I'm out of here. Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking ain't right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey. Ow. Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul-ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Na. War aber voll ausgeführt. Wie haben wir bekommen? Michael, nee, Zaffert Frank hat bekommen.